SBT Section, it's Shisha Time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Warentester B2B, begrüßt euch zu einem kleinen Informationsvideo für die anstehende Shisha-Messe in Frankfurt am Main. Und deswegen ist die Dampflok heute auch aus, denn kein Review heute für euch. Ja, einmal noch kurz durchräuspern hier. Ja, Freunde, ich glaube, jeder Shisha-Raucher weiß mittlerweile, was ansteht in dieser Woche am Wochenende. Denn ja, immer im April, Ende April gibt es in Frankfurt am Main die bekannte und die beste und geilste Shisha-Messe. Und auch dieses Jahr haben sich die Veranstalter natürlich wieder nicht lumpen lassen und haben die Shisha-Messe natürlich auch dieses Jahr wieder ins Leben gerufen. Und dieses Jahr, Freunde, ist es die größte Shisha-Messe, die es bis jetzt in Deutschland gab. So eine große Ausstellungsfläche, so viele Fachbesucher, so viele Aussteller und so viele allgemeinen Besucher, was dieses Jahr erwartet werden, gab es noch nie, Freunde. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, ich habe mir hier mal einen kleinen Notizzettel gemacht. Es werden 25.000 Besucher erwartet, das ist Wahnsinn, auf 3 Tage verteilt. 20.000 Quadratmeter Fläche stehen zur Verfügung, Halle 3 in diesem Jahr. Was ich gut finde, dass es dieses Mal eine komplette Halle ist, keine Halle drüber oder drunter, sondern eine komplette Halle mit einfach mal 20.000 Quadratmeter. Also da kann man definitiv sich mal verlaufen bei so einer großen Fläche. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man den ein oder anderen Stand, den man gerade sucht, nicht gleich von Anhieb findet. Da braucht man auf jeden Fall einen Plan, um zu wissen, wo denn der Hersteller ist, den man jetzt mal besuchen möchte. Ja, und wie gesagt, 300 Aussteller sind vor Ort, die ihre Waren präsentieren werden. Und das ist natürlich auch, ja, so viel gab es noch nie, Freunde. Das ist Wahnsinn. Ich weiß noch Zeiten, wo es damals knapp 100 waren. Und dieses Jahr haben wir einfach 300 Aussteller. Das ist schon richtig, richtig krass. Und was ich auch geil finde an Frankfurt, es ist halt richtig schön zentral. Frankfurt hat den größten Flughafen in Kontinentaleuropa und der zweitgrößte europäische Bahnhof. Also die beste Anschlussmöglichkeit überhaupt und mit dem Auto auch super zu erreichen. Sehr, sehr viele Hotels nebenan. Apropos Hotels, falls ihr noch keins habt und übernachten wollt, dann wird es schwer, jetzt noch was zu finden, Freunde. Schnell sein und jetzt noch nach einem Hotelplatz schauen. Denn die Messe ist ja, wie gesagt, schon am Wochenende. Vom 26. bis zum 28. April, sprich von Freitag bis Sonntag. Hier muss aber beachtet werden, dass Freitag nur für Fachbesucher offen ist. Das bedeutet, die ganz normale Zuschauerschaft, also meine Zuschauer zum Beispiel, kommen am Freitag nicht rein. Warum ist das so? Damit die ganzen Fachhändler Zeit haben, sich mit den Herstellern in Verbindung zu setzen, in Ruhe Geschäfte abzuwickeln. Und das ist natürlich am Samstag und am Sonntag, wenn da natürlich jeder am Start ist, nicht ganz so einfach. Und deswegen finde ich es auch nicht schlecht, dass am Freitag nur, wie gesagt, für Fachbesucher offen ist. Was sind Fachhändler? Im Prinzip Händler, Gastronomiebetreiber, Shops, Großhändler, Hersteller oder andere Gewerbetreibende, die die Messe dann eben am Freitag in Ruhe die Geschäfte mit den Ausstellern tätigen können. Genau. Und am Samstag und am Sonntag ist dann, wie gesagt, für jeden offen. Die Messe hat jeden Tag gleich auf von 10 bis 18 Uhr. Das heißt, da haben wir definitiv genug Zeit, um sich alles in Ruhe anzuschauen. Und es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie man denn ja, den Messetag gestalten kann. Im Prinzip vom Tag. Also man kann entweder am Samstag rein, da wird, denke ich mal, am meisten los sein, aber auch am Sonntag. Und man kann aktuell noch online die Karten kaufen. Es kann aber sein, dass der Ticket-Online-Shop für die Messe in Kürze schließt. Ich habe gehört, am Mittwoch ist er am Abend offline. Kann auch sein, dass er schon früher offline genommen wird oder erst später. Das weiß ich jetzt nicht. Also wer sie online kaufen möchte und noch ein bisschen sparen möchte von den Eintrittspreisen, sollte jetzt nicht lange zögern, sondern baldmöglichst online sein E-Ticket kaufen. Dieses dann ausdrucken und mit zur Messe nehmen. Dann wird es abgescannt und dann könnt ihr reinkommen. Was kostet online eigentlich? Eine Tageskarte 18 Euro, Tageskasse kostet die Karte 20 Euro, also 2 Euro mehr. Und es gibt natürlich auch eine Dauerkarte für Samstag und Sonntag, da kostet die Karte online 28 Euro und für die Tageskassen
verlangen die Betreiber 30 Euro, also auch wieder hier 2 Euro mehr. Die Eintrittspreise, finde ich, gehen in Ordnung. Die gehen zwar jedes Jahr wieder ein bisschen nach oben, aber die halten sich, finde ich, noch im Rahmen. Für knapp 20 Euro über 300 Aussteller sehen auf 20.000 Quadratmeter ist, denke ich, ein fairer Preis. Was auch noch wichtig ist, es wird wieder viel los sein. Der Ansturm in der Früh um 10 Uhr wird wieder enorm sein. Deswegen lohnt es sich definitiv, vielleicht schon um 8:30 oder 9 reinzugehen und schon mal anzustehen, denn die Schlangen werden wieder ziemlich groß sein, Freunde. Ihr könnt es euch vorstellen, bei insgesamt 25.000 Besuchern inklusive Fachbesucher auf drei Tage verteilt, ist es schon ein ganz großer Ansturm, und deswegen lohnt es sich, wenn man pünktlich dran sein möchte, sollte man überpünktlich sein in dem Fall. Und eben dementsprechend dann schon vor 10 Uhr vor der Halle warten. Wichtig ist natürlich auch, der Einlass ist ab 18 Jahre. Das bedeutet, jeder, der nicht 18 ist oder erst am Montag zum Beispiel die Woche drauf 18 wird oder am Sonntag 18 wird, darf natürlich nicht rein, sondern erst an dem Tag, wenn er 18 ist. Das heißt, derjenige, der am Sonntag zum Beispiel Geburtstag hat, darf natürlich dann erst am Sonntag rein. Ist ja klar. Und Mutti-Zettel gibt es natürlich nicht. Das bedeutet für euch, nicht wie in der Disco, darf nicht eure Mutter unterschreiben, dass mein Sohn reinkommen darf und Shisha rauchen darf zum Beispiel. Nein, das ist nicht erlaubt. Und auch nicht in Begleitung von Erwachsenen. Das heißt, ihr müsst an dem Tag, wenn ihr rein wollt, das 18. Lebensjahr erreicht haben oder natürlich logischerweise älter sein, um eben reinzukommen. Ja, und was wird euch erwarten? Es werden wieder natürlich alles dort ausgestellt, was Rang und Namen hat. Also bei 300 Ausstellern ist eigentlich alles da, was wirklich bekannt ist in der deutschen Shisha-Szene. Aber nicht nur der deutschen Shisha-Szene, sondern auch natürlich in die Russen werden am Start sein. Russische Pfeifenhersteller, russische Tabakhersteller, es werden auch französische Hersteller mit am Start sein, Ukrainer und was weiß ich alles, Italiener, also es sind wieder ganz, ganz viele Multikulti, sage ich dazu einfach mal, an Hersteller, aber auch an Besucher. Von daher werdet ihr alles rund um Shisha finden auf der Shisha-Messe. Und natürlich werdet ihr auch euren Lieblingsreviewer, euren Lieblingsinfluencer, Instagrammer oder wie auch immer dort finden. Denn ja, das lässt sich keiner nehmen. Da ist natürlich jeder da, der was mit Shisha zu tun hat. Das heißt, wenn ihr da Lust drauf habt und mal euren Lieblings-YouTuber treffen wollt zum Beispiel, dann geht auf die Messe. Dort könnt ihr auf jeden Fall unter anderem natürlich auch mich treffen und mit mir dann in Ruhe mal über Gott und die Welt oder Shisha und Tabak reden. Ne? Also von daher würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Es ist alles, wie gesagt, da. Jeder Shisha-Reviewer, den ich so kenne und mag, ist vertreten. Dort werdet ihr auf jeden Fall alles finden. Ihr könnt auch vor Ort auf der Shisha-Messe natürlich einkaufen. Das heißt, alles zu Normalpreisen, aber auch Angebotspreisen wird es dort geben, beziehungsweise Messerabatte wird es dort natürlich auch geben. Es ist aber jedem Hersteller selbst überlassen, was er rabattiert und ob er rabattiert. Aber wichtig, es gibt keinen Rabatt auf Shisha-Tabak. Der ist fest versteuert, wie bei Zigaretten auch. Da darf man keine Ausnahmen machen. Die gibt es natürlich nur zum Banderolenpreis zu kaufen. Aber ihr werdet dort alles finden. Wenn ihr was für die Shisha braucht, überlegt es euch, schaut es mal rein. Ich denke, auf der Messe wird es definitiv den ein oder anderen Schnapper zu reißen geben. Also daher auf jeden Fall mal reinschauen, Freunde. Ja, und mehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich freue mich schon tierisch auf die Shisha-Messe dieses Jahr in Frankfurt. Ich denke, das wird die geilste Messe, die es bis jetzt gab. Und ja, wenn ihr mich seht, kommt einfach auf mich zu, sprecht mich an. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der Shisha-Messe in Frankfurt. Ich sag danke fürs Einschalten. Und wer am Start ist, kann gerne auch in die Kommentare reinschreiben, auf was ihr euch am meisten freut. Freut ihr euch auf uns, auf die Shisha-YouTuber, auf die Hersteller oder was anderes? Was wäre denn euer persönliches Highlight auf der Shisha-Messe wahrscheinlich werden? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und dann sieht man sich spätestens am Wochenende. Bis dahin, Freunde, macht es gut. Euer Big2B von den Shisha-Warentestern. Und Servus!